Ich habe einen Traum und genau diesen Traum möchte ich heute mit euch allen teilen. Ich träume von einer Welt, in der wir Menschen endlich aufhören, unseren Planeten, unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Ich träume von einer Welt, in der jeder was vom Kuchen abbekommt und keiner mehr hungern muss. Anstatt dass 8 Milliardäre mehr besitzen als die ärmere Hälfte der Erdbevölkerung, die 8 reichsten Menschen besitzen mehr als die ärmsten 3,6 Milliarden. Das ist doch komplett krank, oder? Ich träume von einer Welt, in der wir ein Bildungssystem entwickeln, in dem aus kleinen Persönlichkeiten große heranwachsen können. Weg von einem System, das aus Rohdiamanten kleine, angepasste Zahnräder macht. Ich träume von einer Welt, in der uns die Befreiung vom Überfluss gelingt. Eine Welt, in der wir das rechte Maß wiederfinden. Ganz nach Rico Pace Motto, souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Ich träume von einer Welt, in der wir unser Zeug auch mal teilen, anstatt ständig wegzuschmeißen. Eine Welt, in der wir unsere Sachen reparieren und pflegen, anstatt immer wieder neu zu kaufen. Ich meine, es ist doch vollkommen verrückt, dass wir alle eine Bohrmaschine benutzen, aber nur einmal im Jahr brauchen. Warum haben wir so viele Sachen, die wir nur so selten brauchen? Wir können viel mehr teilen. Ich träume von einer Welt, in der unser Essen wieder aus dem Garten oder von nebenan kommt, anstatt dass Lebensmittel um den halben Erdball geflogen werden müssen, nur damit wir was zu essen haben. Das ist doch auch verrückt, oder? Ich träume von einer Welt, in der wir nicht mehr die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeiten verbringen. Denn wenn wir eine Kultur des Teilens und Reparierens und eine Kultur der Selbstversorgung etablieren können, brauchen wir auch keine 40-Stunden-Woche mehr. Die freie Zeit können wir dann dafür nutzen, einen wirklich nachhaltigen Lebensstil zu führen. Ich träume von einer Welt, in der die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient. Von einer Welt, in der Geld wieder Mittel des Wirtschaftens ist und nicht das Ziel des Wirtschaftens. Weg von einem Wirtschaftssystem, das auf unendliches Wachstum und Gewinnmaximierung programmiert ist. Kenneth Evert Boulding hat mal gesagt, anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist. Auf Deutsch bedeutet es in etwa, jeder, der glaubt, exponentielles Wirtschaftswachstum kann in einer endlichen Welt immer weitergehen, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom, also Wirtschaftswissenschaftler. Auch wenn das jetzt vielleicht schon ein ganz guter Schlusssatz gewesen wäre, ich möchte euch denselben Schlusssatz mit auf den Weg geben, den mir Michael Kopatz hier in Konstanz bei seinem Vortrag auch mit auf den Weg gegeben hat. Der ging in etwa so, wenn ihn seine Enkelkinder mal fragen, du Opa, was hast du eigentlich damals gegen den Klimawandel getan? Dann kann er guten Gewissens sagen, er ist auf die Straße gegangen, er hat alles getan, was er konnte, er hat sein Bestes gegeben. Und das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Vielen Dank.